Hi Leute, wir sind heute endlich mal wieder draußen nach der Eiseskälte. Ja, bei uns hat es 13 Grad minus gehabt. War dann weniger angenehm. Aber heute hat es uns endlich mal wieder raus verschlagen. Und wir trainieren gerade ein bisschen Pflanzenwissen und Feuermethoden. Gucken mal, was wir noch können. Ja. Genieße die Natur, ganz wichtig jetzt. Jetzt, wie ihr schon gehört habt, kommen die ersten Vögel. Und jetzt beginnt so das richtige Erholerlebnis im Wald. Wie so bei Outdoor und Survivor ist, man muss immer da regelmäßig versuchen, Feuer zu machen. Und man geht mit ganz anderen Augen durch den Wald. Wir waren jetzt hier in einem schönen moorigen Gebiet. Es gibt da weiter hinten einen See, den seht ihr jetzt. Und in solche feuchteren Gebiete hat es auch längeres Gras gegeben, was natürlich jetzt im Winter eingedörrt ist. Und das Gras ist wunderbar geeignet, weil es ganz dünne Blätter hat, um Feuer zu machen. Man nimmt die dünnen Blätter zwischen die Hände und verreibt die. Da gibt es ein ganz feines, mehliges Zundermaterial und das lässt sich recht gut entzünden. Bei uns hat es jetzt in den letzten 24 Stunden geregnet gehabt, oder genauer gesagt vor 24 Stunden. Rein theoretisch müsste es nachher noch nass sein. Praktisch ist es so, dass die Blätter ganz, ganz dünn sind und sehr luftig auf dem Boden liegen und mit viel Luft durchströmt werden und ganz schnell abtrocknen. Ich zeige euch jetzt dann gleich, wie wir mit Feuer machen. Das geht nicht wunderbar. Noch dreimal und es brennt schon. Super, Zunder.